Also, ich finde es ja erschreckend, lieber Kollege Özyschik, dass Ihre Tochter sich weigert, am Schulessen ihrer Schule teilzunehmen. Da sollten Sie vielleicht mal ein klärendes Gespräch führen. Also es gibt im Prinzip zwei. Mag ja sein, wenn es Ihr Eindruck ist, dass die Jugendlichen nicht an der Schule essen wollen. Ja, da gibt es im Prinzip zwei Gründe. Der erste Grund, den es da geben kann, rein logisch, ist, dass das Essen schlecht ist. Ja? Das haben Sie im Nebensatz auch gerade gesagt, und eigentlich haben Sie damit auch eine weitere neue Schulessensreform angekündigt. Ich weiß nicht, was die Senatorin dazu sagen wird, ob Sie das mit ihr abgesprochen haben, hatten wir gerade erst. Das zweite ist, der zweite logische Grund, warum die Kinder und Jugendlichen nicht an der Schule essen wollen, neben jetzt mal, vielleicht gibt es keine Räume, die attraktiv sind, das lassen wir mal raus, ein anderes Thema, ist, dass es zu teuer ist. Ja, und genau das behandelt, Sie nicken, sehr schön. Genau das behandelt der Antrag. Und deswegen möchten wir gerne darüber reden, ja, wie wir das Essen auch an der Oberstufe subventionieren können. Ich freue mich insofern, Herr Özyczyk, und das hat Ihre Rede ja auch klar gemacht, dass Sie da gesprächsbereit sind und dass Sie sich gerne auch für die SPD, für die Subventionierung von Schulessen an der Oberstufe einsetzen. Vielen Dank.